Guten Tag, geschätzte Damen und Herren. Im heutigen Summit geht es ums Image. Insbesondere ums Image von der Stefanie Heinzmann. Zum Image gehört auch der Wohnort dazu. Und wie wir in den vergangenen Monaten herausgefunden haben, zieht Stefanie Heinzmann vom Wallis hier ins Oberland an den Thunersee nach Oberhofen. Im vergangenen Jahr hatte Patrick Schmid bei den Giesbach Sessions die Möglichkeit gehabt, mit der Stefanie Heinzmann über ihr Image zu reden. Also, du bist zuerst mal in Giesbach. Mhm. Was hast du als erstes wahrgenommen, als du hierher bist? Also ich glaube, das Erste, was man wahrnimmt, ist einfach der Weg hier. Es ist wunderschön am See entlang und nachher das kleine Strasschen entlang und der Wald, wunderschön. Ich bin mit dem Ephraim zusammengefahren, mit meinem Perkussionist und Hackbrettler. Da haben wir gesagt, schau mal den schönen Wald hier. Und dann das Hotel, gell? Es ist einfach es ist wie so eine ehrwürdige Dame, ist das Hotel. Mega schön. Schön gesagt. Mhm. Wenn so ein Ort herkommt, hat eine Vorstellung, ist so ein das Image, das man hat, Giesbach, Grand Hotel, entspricht das dem oder hast du das ganz anders vorgestellt? Nein, ich habe mir das tatsächlich ich habe mir gewünscht, dass es so ist, wie es jetzt hier tatsächlich ist. Es ist wirklich sehr klassisch, sehr ursprünglich. So das, was man sich so ein bisschen erhofft, wenn man so an ein Grand Hotel in der Schweiz denkt. Und ich habe noch nicht alles gesehen, tatsächlich. Ich bin eigentlich gerade erst angekommen und bin jetzt hier unten in einem Backstage. Und der verratet eigentlich schon sehr viel. Aber ich bin jetzt extrem gespannt auf die Bühne und ja, so das ganze Hotel. Ich freue mich so fest. Jetzt bleibe ich beim Thema Image. Image ist ja für Musiker etwas extrem Wichtiges, Musikerinnen und Musiker. Ich glaube, wenn man so zurückschaut, vor vielen Jahren hast du deine Karriere sehr schnell, sehr steil angefangen. Das Image, das du heute hast, ist es anders, oder? Wie würdest du das beurteilen? Ja, ich glaube nur schon, ich war damals 18 und bin jetzt 33. Oder? Ich glaube, da ist einfach schon so viel Zeit dazwischen. Und ich glaube, jeder Mensch entwickelt sich in der Phase des Lebens enorm weiter. Oder im besten Fall entwickelt man sich enorm weiter. Und ja, eben mit 18 war es sehr wild. Auf einmal war ich Sängerin. Es ist alles sehr schnell gegangen. Ich war sehr überfordert mit vielen Sachen. Aber ich habe es einfach gemacht und durfte die Welle reiten. Aber haben wir natürlich auch gerade in dem Moment sehr wenig Gedanken über das Image gemacht. Was ist das? Oder so das Bewusstsein, dass ich jetzt ein Marke bin, habe ich gar nicht gehabt. Das ist sehr, sehr viel später erst gekommen. Also das Bewusstsein dafür. Aber ich glaube, dass ich schon eher eine Sängerin bin, die jetzt nicht das Image versucht zu kreieren, sondern mehr schaut, was sind meine Stärken, wo sind die Schwächen und das versucht so ein bisschen auszuarbeiten. Oder da versucht zu schauen, so, was will ich als Künstlerin sagen, für was will ich stehen. So, das ist, glaube ich, das Image, das ich mittlerweile schon mir auch Gedanken darüber mache. Jetzt bist du verglichen worden auch mal mit der Joss Stone. Wir haben gesagt, Joss Stone von der Schweiz. Mhm. Das ist also ein Versuch, so ein Image drüber zu stülpen. Mhm. Hast du Freude an so Vergleichen oder findest du nachher einen Menschen? Ich mache mir über solche Sachen nicht so viel Gedanken, ehrlich gesagt. Weißt, ich weiss, dass wir Menschen neigen dazu, dass wir immer ein bisschen Schubladen brauchen. Da fühlen wir uns sicher, wenn wir Sachen kennen, für uns selber so einteilen und zuordnen. Und ich glaube, eben mit dem Begriff Joss Stone, also kann man mich nicht beleidigen, weil das ist natürlich ein riesen Idol von mir und natürlich ein riesen Kompliment. Auch wenn ich es nicht ganz gleich sehe, ist es ein Kompliment, das so zu hören. Bist du auch sozial engagiert? Das trägt natürlich irgendwo auch zum Image bei, oder? Definitiv. Also ich glaube, weißt, wenn man in der Öffentlichkeit stehen darf, man hat eine Stimme, die einfach von mehreren Leuten gehört wird. Und das ist ein Privileg. Es kann in beide Richtungen kippen natürlich. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, was ja mega heikel ist. Aber ich finde, gerade wenn es darum geht, auch gute Sachen zu machen oder für Projekte sich stark zu machen, in die Öffentlichkeit zu bringen, darüber zu reden, das finde ich enorm wichtig. Und das ist für mich halt ein riesen Privileg, dass ich das darf machen. Super, danke, da habe ich meine Frage gestellt. Hast du noch irgendetwas sagen, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist im Zusammenhang mit Giesbach, mit den Konzerten? Nein, ich glaube nicht. Also für mich ist es jetzt unglaublich schön, hier zu spielen. Vor allem euch, klar, ich freue mich immer über Konzerte, aber jetzt ist der unglaublich wilde Sommer vorbei. Es war wirklich ein wilder Sommer gewesen. So viele Konzerte, so viel unterwegs. Und jetzt startet für mich halt so eine ruhige Winterphase. Und ich finde, Giesbach ist jetzt für mich so der
perfekte Start für genau das. Wir sind mit meinen Tiny Fangs, also mit der Kleinbesetzung, es ist fast eine Unplugged-Besetzung da. Und ich freue mich jetzt richtig auf so ein bisschen nicht so Leute, nicht so wild, nicht so. Sondern so, ja, so wirklich auf die Musik bedacht und einfach Musik machen. Ja. So schön. Mhm. Danke für deine Zeit. Merci dir. Danke, dass du gekommen bist. Ja.